Hi. Die zweite Überraschung. Und es ist... Ja, Portal. Portal 2! Mist! Ja, da hast du gleich verloren. So wird das ganze Spiel über sein. Wir können dazu sagen, wir haben Portal 2 schon durch, wie man das da sehen kann. Da, alles ist geschafft. Irgendwie war auch Zoom, weiß nicht mehr wie. Katastrophen abgewehrt 22. Ah, wunderbar, hier, Zoom, alles fertig bei mir, wie ich sehe. Wir fangen aber erstmal bei Stage 1 an. Nein, komm, das ist doch zu einfach. Wir werden Stage 1 bis 1000 durchspielen. Nein! Jetzt hängt bei mir. Boah, ich hab grad voll den Leck. Das war Leck, ja. Wir fangen bei Stage 1 an. So. Genau. Wir fangen für Dove an. Für Dove heißt Basti, kann auch was machen. Jetzt. Ja! Okay. Die Rätsel meistens lang zu. Wer mich weiß, wer mich kennt, weiß ja, dass ich im Rätsellösen der Chef bin. Während Basti eigentlich nur mir jetzt hinterherlaufen wird. Ich kann mich noch dran erinnern, wie wir das erste Mal gespielt haben, dass wir selbst so, hä? Wie soll das gehen? Ja, wir wissen alle, dass ich bin das Gehirn der ganzen Sache, Basti ist die pure Kraft. Absolut. Deswegen spiele ich auch Peabody in der Atlas. Peabody ist das Gehirn der Sache. Ich hoffe, Steam macht jetzt auch mit. Steam hat eben gerade etwas laggy. Hallo, diese ja. Teststrecke so. Wurde GLaDOS. Ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Ich kann Portale machen! Yeah! Ich bin der Beste. Geht durch. Ah, ja, okay. Warte mal. Was machst du da? Guck mal. Wo? Dein Portal? Nein. Hier Sachen. Mach mal da ein gelbes Portal hin. 5 Kollaborationspunkte. Ist okay. Wow. So. Boah, sind wir gut. Mensch, das war jetzt richtig schwierig. Wissenschaftliche Spitzenleistungen das war jetzt sind eigentlich schon zu viel für meinen Geist. Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Natürlich, der Schwierigkeitsgrad, wer Portal nicht kennt, Portal geht es eigentlich nur darum, durch diese Portale Kammern zu laufen. Mit jetzt hier im Co-Modus durch mit den zwei Robotern. Im Singleplayer hat man da eine nette Dame, deren Name, glaube ich, nie genannt wird. Ich glaube, sie heißt nur Testsubjekt. Mhm. Oh, er muss natürlich mal Rätsel lösen und wird dabei von der netten GLaDOS, dem Oberrechner hier in dieser Anstalt, gemobbt. Eigentlich regelmäßig gemobbt, was aber den Charme des Spiels ausmacht. Stellt und euch vor, in man sieht immer, wenn man in diesen Raum kommt, was man erwarten kann. Man kann Punkten. Würfel hat man hier und Wasser. Wasser ist schlecht für Roboter. Wasser, Würfel. Okay, weiter geht's. Wir haben hier ein. An den weißen Wänden kann man überall diese Portale setzen. Jeder von uns hat zwei Portale. Orange erhält 5. Ja, machen wir ein gelbes Portal. Achso, zu Seiten durch. Durch. Ah! Öffne bitte. Nee. Geh durch. Yeah! Und hier kann man ja auch sehen, Partnerperspektive. Kann ich auch noch. Och du Scheiße. Oh ja, ja. Wie ging das noch? Was macht der Button denn? Da kommt ein Ball, glaube ich, raus. Ach nein. Ach, warte mal, war das nicht wir so? Wir müssen da oben zwei Bälle hinwerfen. Nee, warte mal. Da unten zwei und da müssen wir ja drücken. Nee, warte mal. Mach mal da ein Portal. Und da ein Portal. Das muss binnen Sekunden da, muss doch da gedrückt sein. Aha, stimmt. Okay, also. 3, 2, 1, los. Yay! Meiner. Henna! Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen.
Dank des einen von euch. Ja, wir sind das super Team, wir prügeln uns um einen Ball. Ja, Klaus hat recht. Einer nimmt die ganze Arbeit, der andere rennt nur rum und klaut Bälle. Also Basti, Lassi hat gesagt, denn GLaDOS hat schon erkannt, dass du hier eigentlich der destruktivere Part von uns beiden bist, während ich der Part bin, der die Rätsel löst. Hat man ja eben gesehen. Ich wusste ganz genau, was ich machen muss. Wie es immer weiß eigentlich. Ja. Und Basti ich nur völlig, ja, ohne Plan in diesen Raum reinläuft und am besten gleich an die erste Wand springen möchte, einfach nur, weil er kann. Ist klar, Kollege, ist klar. Deswegen ist er auch Atlas, nicht Peabody. Peabody ist nämlich der intelligentere Teil von beiden. Und beachte übrigens das Avatar von Lars, Ralph. Sofern Kommunikation, Teamarbeit, ja, und ich höre auch Ralph muss die damals zum Präsidenten gewählt werden. Ah, wir haben jetzt hier die Würfel, mit denen man Laser umleiten kann, damit ich quasi töten kann. Euch zur echten Herausforderung. Nein, das ist mein Würfel. Warte, ich helfe dir. Au! Au! Au, 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 au! Jetzt musst du noch hier dein Portal machen. Warum? Will ich töten? Verdammt. So würde es am Ende, glaube ich, immer aussehen. Eigentlich, wenn man im Koop-Modus von Portal am Ende eigentlich noch den lustigsten Weg herausfindet, wie man den anderen töten kann. Was macht das Ding? Ein Würfel. Ah! Hier sind Turrets. Mach mal die Dinger da weg. Oh. Mach mal bitte. Also das war ich, sorry. Was soll das? Monster. Die gehören Probleme zu mit uns. GLaDOS. Ein Scherz. Wer? Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Nee, warte mal. Nee, ich habe eine bessere Idee. Warte mal. Mach mal da oben ein Portal hin. Ja, und? Und hier. Okay, und nu? Nö? Achso, ich glaube, ich weiß, weil du musst. Einer muss sich wieder. Wie rum ich das gemacht habe, ich bin nicht gestorben. Auch wenn Basti, der linke Hund hier, so wie wollte, dass ich sterbe. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Ach, ja, das sagt gerade, für einen von uns sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der Mann trägt gelb. Was? Der Roboter, für den der die Tests hier mit Bravour überwindet, ist natürlich der Mann in gelb. Mhm. Absolut. Der andere, da hat man es auch gerade gesehen, möchte eigentlich nur meinen Tod. Was im Hinblick auf die Testkammern und das Lösen der Testkammern nicht sehr produktiv ist. Man soll bei einem Koop-Modus zusammenspielen. Zusammen. Trotzdem muss ich meine Leute immer vorschicken. Schicken. So. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber verdammt, es gefällt mir nicht. Damn. Hört auf damit. Warte. Wir haben GLaDOS gerade etwas. Komm her. Entwickelt, nein. Indem einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, so, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test ach, in ein Fressfest umschlagen. Basti, geht rüber. Oh, nee, da fehle ich doch immer so. Geh mal rüber. Wie denn? Wo denn? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich reinkomme. Ach, da oben. So. Ich eier mal rüber. Hui! Es wäre aber besser für die Zuschauer, wenn du rüber gehst, an die was zu gucken. Ach ja, naja, verdammt. Ja, ich komme jetzt eh nicht mehr hier raus, oder? Doch, ich komme. Nein! Autsch. So. So, wie komme ich jetzt wieder hoch? Was ist da oben? Da ist. Moment. Da ist doch Face. Warte, so. So, dann machen wir runter. Ja, nochmal hoch. Jetzt runter. Oder hoch. Wie auch immer jetzt. Ja, und runter. Das war nicht. Doch. Jetzt kann ich hier irgendwas machen. Ja. Du hast Orange gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 14 Kollaborationspunkte. Juhu!
Penner, ey. Oh, ich hab mich gerade königlich amüsiert. Entschuldigung, ich konnte da nicht widerstehen. Einfach unfair. Oh, fuck! Fail. Warte. Und ich jetzt? Nein, 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 warte, warte, nein, nein. Ich kann doch einfach wieder reinfauten. Okay. Alter! Entschuldigung. Ist nicht wert den längsten. Was ist das hier? Fast. Da hinten ist einfach ein Würfel, oder? Ja, geh nach vorne auf dein Portal zu. Ja. Würfeli! Achso, das muss ich irgendwie rauskriegen, wa? Ja, gewollt. Nee, wohl. Jetzt geh rein. Ja, bin drin. Da musst du ein Portal machen auf der weißen Fläche da unten. Ein rotes. Ja, ich bin nicht doof. Ich vertraue dir zwar, aber ich bin nicht doof. So. Warte. So. Ja. 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 Warte. Ja, ich bin hier. Hallo, so. Pappen. Geronimo! Moment, ich geb dir einen. Jetzt, bitte. Ich jage ihn! Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Ja, da hast du was, dies. Blue, du hast zum Beispiel eben zwei Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Den ganzen Mist. Verdammt, das hat sie nicht gerade gemobbt, ja. Lados weiß genau, dass ich der Bessere bin. Du bist ein feuchter Scheiß, bist du. Aber immerhin bin ich Scheiß. Oh, jetzt winken wir uns zu. Würde ich niemals zuwinken. Eigentlich müsste Peabody jetzt rüber und dich verprügeln. Was er verdient. Penner. Aperture Science. Also die ersten Stages sind noch sehr einfach. Da muss man eigentlich nicht viel machen. Wie wir, ihr seht ja hier daran, wie wir da gerade durchraschen. Übrigens ist das hier die zweite Überraschung, ne? Nach dem Garmin Talk. Dies ist kein Wettbewerb. No. Aber wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Ist das? Aber keiner. Mann! Da ist keiner. Jetzt geht er hin! Welchen denn? Diese zwei. Was machen die denn? Das sind sogar drei, du Depp. Ah, drei sogar, Tatsache. Ach, warte, ich glaube, ich weiß, welches Stage es ist. Guck mal. Was, die Serie dir eins. Ja. Jetzt. Moment, sorry. So. Ach so, oh. Derp. Warte. Hab's doch, hab's. Ja, ich lass noch ein bisschen hochfahren, damit du da ein bisschen Puffer hast. Warum mache ich die ganze Arbeit hier, ey? Das ist immer irgendwie komisch. Kommst du, schaffst du es? Ja, klar. Achso, ja, helfen. Sag mal! Entschuldigung. So, warte. Soll ich dir so helfen? Ah, okay, warte, ich weiß wie. Hä? Kann ich mal so helfen, oder? Nee, warte, ich weiß schon. So. Intelligent. Wenn du jetzt das Portal wegmachst, dann. Tada! Leg den Arsch. Manche andere Idioten hier. Diese Tests sind wie für dich gemacht. Ganz im Ernst, die Wissenschaft liegt dir. Danke. Der wird ja gelobt, weil ich einfach der Größte bin. Der Rätselmeister, sozusagen. Ich weiß genau, was ich wie, wann, wo, warum mache. Ich glaube, bisher jedes Rätsel habe ich gelöst. Fuck, du hast nur schön gemacht. Ich muss ja ernste Sachen machen. Ja. Die Zuschauer was sehen.
weil du zu faul bist oder zu inkompetent. Okay, ich kann ja die nächste Stage laufen, wenn du willst. Auf keinen Fall. Siehst du? Also, außerdem würdest du es eh nicht packen. Auf halbem Wege würdest du nämlich verrecken. Ich würde es so oder so packen. Ich bin der Größte. Nein. Doch. Das kann ich schriftlich geben, das bist du nicht. Doch. Bin ich. Doch. Warten wir erstmal die nächste Kammer ab. Manche Tests sind nicht zeigen, wer den Größten. Ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Meine Güte, dicke Ding, Alter. Sorry. Muss ich überhaupt hin? Hier. 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 Siehst du mich? Ja, schlimm, was ich sehe, ja. So. Hör auf. Ja, komm mir nicht rein. Partout guck ja nicht rein. Hi. Ach nee, ach Gott, ist ja der Assi wieder. Yay, die Disc! Ja komm, wir müssen hier wieder gleichzeitig an dem Hebel ziehen. Das ist zu schwer. 3, 2, 1. Wo ist denn mein Hebel? Da, wo die 1 steht. Achso. Jetzt lass dir schon mal die 1 übrig, weißt du? 3, 2, 1. Ich wollte hier einen Counter machen. Irgendwie kommt ich hier. Warte. So. Wo bist du denn? Au! Ich möchte ja fast sagen, hast du verdient. Weißt du, ich habe ganz in Ruhe den Hebel gezogen. Nach meinem Countdown und heute macht Basti letztlich töten. Bin schon da. Weißt du, wenn ich einen Countdown mache, dann nutze den Countdown auch. Ich hab doch den Countdown. Hier ist der Countdown. Da, Countdown. 3, 2, 1. Bada boom. Mit drin? Nicht. Die Disc. Komm wieder raus. Wie kann ich das nochmal nutzen? Kann ich nochmal die Disc fallen lassen? Ah, so. Okay. Ich habe die Disc. Dann schieb sie rein. Insert Disc. Ich schieb die Disc rein. Grandios. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Yay. Nur eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Au! Ja. Au! Wir sind zerstört worden. Das war's. Nein, Spaß. Wir machen noch ein bisschen, schätze ich mal, ne? Das war jetzt noch nicht viel, deswegen. Bitte? Das war jetzt noch nicht viel. Das war jetzt zu einfach für uns. Ja. Also für mich, dass du schon an deine Grenzen gehst, hat man gemerkt. Ist klar. Aber damit muss ich jetzt leben. Muss damit irgendwie auch umgehen können, dass du an deine Grenzen gestoßen bist, dass du eigentlich überhaupt nicht mehr kannst. Ja gut, ich sage in der nächsten Stage mal nichts. Mal gucken, wie schnell du es rauskriegst. Aber die nächste Stage ist doof, wenn du nichts sagst. Du sollst die Leute unterhalten können. Und eigentlich bin ich fürs Entertainment zuständig. Und du bist der Kopf. Eigentlich nicht, aber... Naja, eigentlich bist du gar nichts. Ich bin Entertainment und Kopf und du bist... Ja, Basti. Du referenzt dich gerade irgendwie komplett. Aber ich habe trotzdem recht. Ich habe trotzdem recht. Glückwunsch zur erfolgreichen Rückkehr ins Zentrum. War Stage 1 echt gut? 3 Stages? Ja, es soll mal 6 Stages pro Ding. So, wo ist... War schon 6 Stages? 2, jo, da drüben ist 2, gell? Wo? Da. Ach, 2. Ah, wie kommen wir jetzt hin? Warte mal. Was war das? Ich. Achso, naja. Wie denn? Ich bin da. Yay! Hier sind wir in Stage 3. Ach, da kann ich hin.
Vielleicht kann ich jetzt so manövrieren. Nein! Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Yay! Wo bin ich jetzt? Entschuldigung. Hä? Warum hat er mich gerade rausgeworfen? Du wieder den Kacke gemacht hast. Ach, ich weiß wie ich. Ne, hier ist Stage 4. Mann, du kannst doch Stage 2 ein Portal setzen. Hast du das ja gemacht? Ich mein's hier hin. Du musst eigentlich locker sein. Ja, nicht Stage 8. 8 Stages übrigens für uns. Hier. Masse und Geschwindigkeit. Ja, wieder. Wie mein Kopf arbeitet. Mit Massen und Geschwindigkeit. Der ist so ausgeklügelt. Ja, ist richtig klasse, ist das. Da bist du auch sprachlos, ich weiß, aber das muss so sein. Was hast du gesagt? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Nicht zu fassen, diese Jugend von heute. Du bist nur 30 Tage älter wie ich. Ja, aber damit älter und der Erwachsene von uns beiden. Als ob. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Wäre jetzt Flo hier, würde er sagen, er ist auch älter, sich, aber nein, ist er ja nicht. Deswegen bin ich der Älteste. Woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Ich guck gerade. Ah, ich weiß was. Mach mal da unten ein Portal von dir hin. Nee, von dir. Oh. Ah, da, von dir hin. Geronimo! Yeah. Ich will auch. Ist da drüben was zum rüberholen? Warte, hier. Nein, du musst da jetzt hoch. Geh da hoch. Geh da hoch. Und jetzt komm rüber. Du Depp! Was hast du jetzt gemacht? Sorry. Seit wann kannst du im Ecken schießen? Ich hatte das Portal noch von mir da stehen. Warum arbeite ich nicht zusammen? Weil. Baum, ja, ich weiß. Ja. Okay. Okay. Da kommt vom Ball her. Muss da rein. Okay, da hinten ist der Schalter. Der Schalter. Achso, nee, warte, hier, ich hab's uns. Bada boom. Bada bau. Spring. Oh Gott. Au. Was passiert jetzt? Jetzt ist einer zumindest da, jetzt muss der andere, muss jetzt. Schick mich mal da hoch. Warte. Wollte ich gerade da hochschicken. Hab schon, jetzt mach. So, und jetzt? Nein, nee, Quatsch, nicht da. Das ist doof. Da muss er zu meinen. Da oben. Und da. Es wird schwer. Hast du das? Es wird schwer. Ich kann nicht um Ecken schießen. Ah, warte. So. Du musst mich dann auch schießen. Achso, oder so. Und hier unten. Geronimo! Bam. Warte, ich gehe selber noch da hoch. Ich muss dann da drüben. Aber dann kann ich selber machen. So, und dann muss ich jetzt hier hin. Genau. Oh, wir sind so klug. KLUK, ne? Drücke X. Nee. Da! Ball! 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 Wunderbar. Fail. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehen. Manchmal. Oh, wie schön. Keine Heuchelei. Ach, möchte ich einfach nur. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist. Das war aber nicht aus Versehen, ey. Dass er einen Sicherheitswürfel aus Versehen, klar. Das war perfekt. Der genau dafür vorgesehen ist. Oh, wie schön. Ey, so ein Penner. Ich bin jetzt hier schon zweimal gestorben, weil du ein Penner bist. Das war eben echt ein Außersehen, das wollte ich gar nicht. Mir ist der Ball aber von dieser Kuppel da runtergerutscht. Ich möchte hier wissen, an welcher Kuppel dein Ball abrutscht passiert. Das ist eklig. Also der hört hier auch jetzt nicht hin. Ins Vormittagsprogramm. Ja, das ist 13.53 Uhr, ja, da muss man jetzt nicht mehr über Kuppen und Bälle reden.
Also man kann schon, aber... Erschossen, geschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Was? Verzeihung, nichts trinken? Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ah. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen Komm mal her. Und ohne Konsequenzen. Ah. Oben ins Hin. Mann, aber ich will... Yay! Dann klickst du auf den Knopf und machst ein Portal woanders hin. Pau! Jetzt will ich nochmal. Jetzt darfst du auch nochmal. Ich darf! Geil! Sorry. Das macht. Ja! Es war mir so klar, dass es der eiskalt verkacken wird. Es war mir so klar, dass das eiskalt verkacken wird. Ich schaffe das noch. Ich passe jetzt halt nicht. Mann! Dann nimm doch das Gelbe, Mann! Nicht das Rote! Feuer? Funktioniert. Achso. Yeah! Muss ich jetzt wieder zeigen, wie es funktioniert, ey. Gut gemacht. Ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen, um Testsubjekte versagen zu sehen. Ihr habt ja, es ich hatte gerade echt Versagen gesehen. Sehr, sehr, sehr stolz. Ich hab's auf Anhieb hinbekommen. Die größte Trophäe der Welt, Bastin. Gegenteil zu einer anderen Person hier. Wer, Flo? Mhm. Also ich war gerade perfekt. Ich wollte ja auch nur zeigen, wie man Basti ärgern kann. Ich musste ihn ärgern, denn er hat mich ja zweimal blutrünstig umgebracht, ja. Einfach nur, weil... Weil ich es kann. Das ist einfach unfair und das macht auch mich nicht glücklich. Tja. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem innerlich man bin ich eigentlich Unsicherheiten erkennt. Bin ich Mensch, kannst du aufschreiben, fressen von Trauer und nicht an oder minderwertig empfindest? Warte, dafür reicht die Zeit ja, nicht. Denk einfach, so, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Ha! Macht nichts aus, Basti. Sag's doch nur heute so. Du musst da jetzt rüber. Ja, geht nicht, weil guck hier. Nein! Keine Option auf den Tod. Und das soll Wissenschaft sein. Ach, ich weiß. Komm mal her. Ich wollte das einmal machen. Ich wollte dich einmal töten. So. Yay! Yay! Warum vertraut ihr da jetzt nicht? Ich bleib schon. Wir wollen diesen Ball haben! Warte, du darfst da nicht durch. Ich weiß. Hier, komm. Komm, hol ihn dir! Hast du ihn? Nein! Dilettanten. Ich gebe mein Bestes und springe wie ein Bekloppter. Alter! Mach du! Komm, ich übernehme den. Ey. Wo ist der Papa wieder ran? Weißt du, das ist... So schwer, ja? Ja. So schwer ist es. Ich habe auf Viereck gehämmert wie ein Bekloppter. Du Scheiße. Gar nicht, ey. Aber wir sind nur mit der Tante zusammen. Und es hieß, niemand würde bei diesem Test je sterben. Danke für den gegenteiligen Beweis. Ja, einer ist gestorben. Zu Recht ist er gestorben. Verdient gehabt. Nein, hab ich nicht. Verdient hat es gehabt. Nein, hab ich nicht. Ja, bisher ist Portless nicht so die Herausforderung gewesen. Wir dachten, es wäre schwerer, dauert länger. Wir haben jetzt 30 Minuten durch. Wenn wir gut sind, schaffen wir die 6 Stages. In 2 Aufnahmesessions.
Aber wir können euch versprechen, wir werden zu Ende spielen. In den letzten drei Stages werden wir auch Pausen machen. Verrückt sein, denn gelogen. Die letzten drei Stages sind echt unfair. Und fuck, wie haben wir das hier gemacht? Aber keine Sorge, ich kann mich überhaupt nicht an die Stage erinnern, du. Ist wieder so? Lass mich mal kurz zuerst machen. Dann wird einer hochgeschleudert, muss da wie ein bekloppter Viereck hämmern, glaube ich. Mach du mal hier, lass mich mal gucken, wie das ausschaut. Ja! Ah, ich benutze einen gelben, ich weiß. Schaffst du es? Mit drin. Herr Viereck! Und Hammer 4! Nimm den roten, bitte! Und Hammer 4! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Ich hab's gedrückt! Was ist jetzt passiert? Ach du Scheiße! Nee, nein! Ich weiß es, normal, genau rein! Hier rein! Wir müssen dann links und rechts, ne? Ja, du musst dann, wenn du hoch auf dem Weg nach unten, musst du den. Nimm bitte diesmal den roten, ja? Drück! Wo ist er denn? Da. Und jetzt komm raus und drück! Hab ich's geschafft? Bälle für uns! 1000 Bälle! Hilfe! Autsch! Boah, Bälle! Bälle! Komm Ball! Yay! Yay! Komm Ball! Yay! Kannst du nicht mitnehmen, den kannst du nicht mitnehmen! Alles kaputt. Ich fand den Würfel, man hat super Portal immer so eine Zauberwürfel. Eine Würfel, die man benutzen kann, um sie auf Schalter zu legen. Und es gibt einen mit Herzen, der ist unheimlich niedlich. Wir müssen auch gucken, ob wir ihn dieses Jahr auf der Gamescom kriegen, bei dem einen Stand. Ja, ich werde bei der Gamescom auch wieder sehr viel Geld ausgeben für Figuren. Ich kenn mich. Konntest du da eigentlich letztes Jahr runterhandeln? Nee. War nicht verhandelbar. Oder ich hab's nicht probiert, sagen wir so. So Massenrabatt, weil du hast doch mindestens, wie viel waren es? Ich glaube 4 oder 5 gekauft? Ja, waren nur 3. Und 2. 3. Waren noch ich nicht so viele. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. So. Boah. Ich wusste, guck ihr mal. Würdet yes! Es wisst ihr, du gehst da jetzt sofort rein und springst. Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch okay. Interessiert das, was draußen und passiert, ja. Gar nicht, oder? Wie das war? Das war die erste Stufe des Tests? Wow. War jetzt echt nicht so brutal schwer. Nochmal! Nochmal! Yay! Oi! Achso. Shit. Warte mal, wie ging das? Ich hab schon. Achso, warte. Soll ich dir dann helfen? Ja, du musst da oben eins hinmachen und dann noch eins, wo ich rauskommen soll. Hab. Hast du? Ja. Wunderbar. Ich trommel. Au, au, au. So, jetzt mit Tipp machen. Jetzt mit Tipp machen. Geh mal zurück. Dann verschwinden da oben die Portale, ne? Ja, ist doch egal. Meine sind da. Jetzt geh durch. Bring durch das gelbe Ding. Geronimo! Die Frage, wie mache ich das jetzt? Achso, wo ist es? Ich könnte ja auch mein Portal benutzen. Oh, ich wollte noch. Oh, toll, ich bin weggerannt. Ich wollte vor der Kamera noch. Auszuprägen, die von der Basti. Schlimmsten Sorte. Weißt du? Oh. Vorsicht, Umarmungen können dazu führen, dass ich warte. Euch endgültig demontiere. Warte. Ey. Wollt ihr mich beeindrucken? Am besten ginge dies, wenn ihr das nie wieder macht. Ich glaube, klar, das wird langsam ein bisschen böse. Ja, ich sehe euch. Und es ist mir egal. Ja, das ist ein Würfel! Diesen Würfel haben. Diesen Würfel haben. Nein! Nochmal! Ich hab einen Würfel! Ich bin wieder!
Ich renne halt mal nach Hause. Ich hab einen Würfel. Ich überlege gerade, wo muss dieser Würfel hin? Da oben schätze ich mal. Ich glaube. Warte. Weiß, was zu tun ist. Mein Würfel. Ja, geh mal durch. Und dann. Meins. Was ist das? Könnte der Würfel da durch? Nein! Gib grad hoch. Kam mal gerade runter. Ist cool. Ich schaff's, ich bin beeindruckt. Warte, I go and do this. I'm doing this. Yeah. Ja, du musst jetzt. Kann ich? Achso, du musst jetzt die Portale setzen. Da, wo meine war, musst du deine setzen. Ja. So, zack, wow! Ich muss irgendwie mir helfen. Ja, ja, komm, geh raus. Das ist zu schwer für mich, das kann ich nicht! Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt? Menschen. Und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt. Nein, ihr seht nicht menschlich aus. Schön. Wie ich in meinem goldgelben Land erstrahle. Dein goldgelber Glanz. Das ist wunderschön. Du meinst, ich wäre auserwählt. Oh Gott. So, ich würde sagen, Stage 2 machen wir noch fertig und. Feierabend. Und die ersten Stage ist mir durch. Habt ihr erst einen Eindruck bekommen, wie wir Portal spielen? Es ist heute noch sehr, sehr sachlich geblieben. Wir hassen uns eigentlich, ja. Spätestens wenn wir. Es kommen noch Rätsel mit Farben. Oh, erinnere mich nicht daran. Und mit Brücken. Und spätestens dann werden was für dich hassen. Und selbst ich hatte einen spätestens dann sehe ich auch Ahnungslosigkeit. Viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das meine ich ernst. Sehr nö. Verdammt. Das ist halt geil, dass wie du einfach nur eiskalt gegen die Mauer gelaufen bist. Wie war das? Wie kriegt man so ein Dingens? Ja, einer muss fliegen. Ja, wo ist aber der Anlauf dafür? Ah, hier. Also dahin. Und dann. Warte mal. Nein! Ja, ich hab noch. Du musst da eigentlich in meinen. Dann musst du darüber. Hi. Ja, ich muss erstmal da hoch, warte mal. So. Und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich das zeitig da hinkrieg. Nee, dann musst du? Nee. Warte, komm mal hoch. Ich muss da durchfliegen, genau. Oder? Doch. Weil meine Portale dann bleiben. Ja, warte, ich geh dann. Und du gehst rüber. Ja, da muss dein Portal hin. Und da wird rauskommen soll. Fail, warte mal. So. So. Wenn du bereit bist, musst du sagen. Moment. So. Unfassbar, der Mann, ey. Zack. Dann kommt's dahin. Und. Kann ich? Dahin, ja, müsste. Drück lieber 3, dann sieht man mich auch. So, ja, hab. Yay! Der Würfel kommt. Bleib nur stehen, ey. Der Würfel kommt nämlich geflogen. Yay! Lass fallen. Auf keinen Fall. Ich war doch in der Hölle! Gib her. Ich habe ihn sogar aufgefangen, siehst du? Und jetzt?
Jetzt musst du rübergehen. Ich muss deine Portale setzen. Nein! Nein! Das Rote hättest du auch lassen können. Nein! Doch. Ach so, stimmt. Ha! Ja, ich wollte, dass du einen längeren Weg machst, weißt du? Amateure. So. Tada! Grandios. So. Yay! Weißt du, die Stage war richtig assi. Yay! Guck mal, Kopf. Yeah. Kopf, guck mal. Warte mal. Sehr ja, gut. Einer muss diesen Ding im Flug holen. Einer muss diesen Ding im Flug holen. Okay. 3, 2, 1, spring mal. Ich drück mal aufs Knöpfchen, wenn du gut da drüben bist. Zu spät. Zu früh eher, oder? Alles läuft wunderbar. Na, mal, ich glaub, zu früh. Okay. Try it again. Badau! Nein! Du kommst auch gar nicht dran, habe ich so das Gefühl. Sehr gut. Drück mal kurz drauf. Nee. Weiß ich ja nicht, bis dahin hin. Guck. Ah, nee, ich weiß! Ich weiß! Oh Gott, das wird schwierig. Weil ich muss den machen. Guck genau hin. Ja, der war zu spät. Achso, ich muss. Ich bin jetzt in der im Dings drin. Du drückst immer Viereck wie ein Wilder. Sag einfach, wenn ich drücken soll, deiner Meinung nach. Jetzt. Jetzt zu spät. Drei. Ich drück. Das ist. Ah, ein bisschen zu früh. Zu früh. Nee. Steht. Wir müssen dich komplett in der Mitte treffen. Ja! Nein! Ja, zu früh. Beide zu früh. Obwohl, nee, mach nochmal. Jetzt, drück mal jetzt. Ah! Drück mal jetzt. Genau. So wie möglich. Verdammt! War gut. Jetzt ich drück gut. Jetzt. Putz! Warte, ich mach das Portal von dir mal weg. Ja, ich kann selber rüberkommen. Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests. Yay. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Yay! Das ist schon geil, dass ich da jetzt geflogen bin. Wieder ich bin das Brain und du, ja, drückst nur Knöpfe. Nukula! War aber mal ein Erfolg, wir haben es geschafft. Noch die lustige Disc einlegen und dann wäre auch Stage 2 hinter uns gebracht. Uiui. Oder wollen wir noch wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Stunde voll ist. Ja, aber du kannst ja dann immer jeden Sonntag einen Stage rausbringen. Genau. You know? Ach, ich wollte das eigentlich als komplettes Eines schneiden. Ihr seid jeden Sonntag was anderes, hatte ich mir so vorgenommen. Also sprich, Stage 2, Stage 3 und 4 machen wir dann andermal, ouch. Und dann kommt nächste Woche was wieder was anderes. Da lassen wir uns aber noch was einfallen, denke ich mal. Ne? Oh. Nee, warte mal. Hier. Du da. Achso. Warte. Und dann müssen wir halt letztendlich drauf treten. Wir müssen gleichzeitig los. 3. Warte, hier, ich hab deinen Counter, da. Lars Klug. Was die Laser? Nein. Noch etwas, die kleinen Laser. Ah!
geh vor, los, geh vor. Nein. Ah! Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Passiert war. Das war nicht. Ich bin so klug. Einer muss da jetzt in dem Ding hin. Zum nächsten Mal. Oder genau auf mein Portal zielen. Und dann triffst du genau den Dingenskirchen. Ja, war doch richtig. Und jetzt? Schiete. Ich muss flüchten! So schön sein. Dann rein! Ja! Nein! Jetzt! Kannst du! Ich glaube nicht. Nein! Zum Abschluss dieses Tests ach so, muss man sich mach übrigens mal nicht zermalmen lassen. Mach mal hier. Portal hin. Hier. Und dann. Wo muss man mit hin? Und da. Wo? Oh, da? Da. Und ich bin gleich gegenüber von dem. Vom Springing. Und dann machen wir da den Dings rein. Geronimo! Bin durch. Ach, jetzt hört's auf. Warte hier, warte. Hinten ist Geld bei dir? Ja. Ich komm durch. Hallo. Hab ich gesagt? Ist ja okay. Nukula. Ne, du musst nochmal. Gehen wir zurück. Achso, das war jetzt schwierig. Nein! Flieg! Ist auch, flieg! Hallo? Ja. Ah ne, warte! Komm mal nochmal auf! Oder? Nochmal! Komm ich raus! Bin eingesperrt! Hol mal den hohen Würfel! Der muss darauf fliegen! Was passiert? Ich wiederhole mich! Nochmal. Nukula. Das war ja schon mal nicht gut. Mach du. Macht der überhaupt den Würfel? Ja, schafft er. Aber ich komme nicht schnell genug hinterher. Vergessen, schaffe ich nicht. Ich weiß was. Mach mal auf. Oder auf nicht. Nö. Verdammt, ich habe gedacht, du kannst da drüben ein Portal setzen. Und hier auch. Du kannst es vielleicht da rein, so zack. Wir müssen eigentlich. Ach komm. Geh mal an die Tür. Nicht. Nein! Der Beste. Ist getroffen. Aber die Idee war gut. Die Idee wird uns doch nicht getroffen. Moment. Ah, warte. Komm! Verdammt, ey, ich stehe mal falsch!
Aber du weißt jetzt, was zu tun ist. Ja. Ich bin der Beste. Da bin ich! Ah. Nach dieser ist Vorstellung klug. Ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Das ist klug! Das hat wieder mein pures Wissen hat's ausgemacht hier. Ist klar. Mein pures Wissen hat den Unterschied ausgemacht. Ja, natürlich. Absolut. Klar. Mein pures Wissen und... Lars ist zu klug. Dein Glück. K-L-U-K. Oh ja. Während wir uns wieder zuwinken. Ralph Wiggum for President. So, ich glaube, eine Stage muss noch kommen, die Disc-Einlege-Stage. Waren es nicht 8, hast? Oder was hast du vorhin gesagt? Klang wie 8, ja. Ich weiß nicht, hast du mitgezählt? Nö. Ist mir klar. Kannst du bis 8 zählen? Nein. Ist doof. Deswegen hast du gerade noch mal 7-1 verloren, wa? Weil. Ich hasse dich. La la la. Bis 7 konntest du noch mitzählen. Ah. Jetzt verstehe ich. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Yeah. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Hast du immer noch? Die richtige Antwort du lautet 0 Sekunden. Der Beste. Geh raus. Er ist der Beste, ganz klar. Möchtest du einen Würfel haben? Willst du einen Würfel? Hier muss noch passieren, da kommt ein Würfel durch. Ah! Warst du klug? Ah! Ah! Du da. Da kann man auch, da, nee, da. So klug ist sie nicht. Weg. Hast du mich gerade angemacht von wegen Vector? Ja. Was bist du denn, Alter? Was? Mach mal blau. Warte mal, ich muss das überlegen. Sie kriegt Aggression. Hab schon. Weg drüben, und du? Hast du so einen Würfel? Ich suche ihn gerade. Wo ist er denn? Einbekommen? Nee, ich bin rübergeflogen. Warte mal, also ich habe jetzt hier. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte. Also ich habe auf den Knopf gedrückt. Warte mal. Zack. Oh, hoch. Ah, ich verstehe. Da kann ich lang. Lars, komm zurück. Ich bin doch schon da. Ist gar nicht da. Wo bist du? Ich bin hier. Pass auf. Ich pass auf, ey. Nein, guck, du musst da hinten wieder dein Portal machen. Dein rotes. Und es muss perfekt genau in die Mitte geschossen werden. Und pass auf. Du musst dann, guck mal da. Oh, da. Da das Teil. Da kommt dann so ein Würfel, mit dem du diesen Laserstrahl da weiterleiten kannst. Kommt dann hochgeschossen. Vogel hochgeschossen. Warte, guck ich sie an. Guck, jetzt ist der Fall nach oben gegangen. Warte. Ah, ich sehe, okay. Aber ich, glaub, ich muss ins Gelbe fallen, wa? Ja, aber du musst erst, glaube ich, wenn der Countdown kommt, rein. Ja, deswegen. Und los. Jetzt. Hallo! Das ist klug! Das ist klug! Wo er ist? Guck mal, wer da ist! Und du? Da hinten hin. Dann. Der Helm ist aktiviert. Ich guck gerade mal, was hast du jetzt aktiviert?
don't know. Ach, ich hab Ding ausgemacht da hinten. Müssen wir da hinten hin? Ja, ich glaube, wir müssen da hinten hin. So, dann gehe ich dann da. Gucken, was passiert. Ja! Nö, ist ein Portal machen? Nein. Hier ist aber auch so ein Anti-Portal gedönst. Also geh durch meine Portale einfach. Wenn ich den fallen lasse, das Ding wieder an. Warte mal. Ich guck mal, ob hier was drin ist. Fan Shutdown. Guck mal, kannst du hier irgendwie den Laserstrahl hinleiten? Warte mal, mach das mal da an die Wand. Was? Wohin? Da. An die Wand da. Wohin? Oder davor stehst du, Vogel. Da? Dann da hinten. Dann. Warte, da. Ein gelbes. Das ist der Beste. Die Wand. Kommt der ja nicht. Doch, gerade komm ich hin, oder? Ja, genau, warte. Ein bisschen weiter runter, warte mal. So. Nein! So, okay. War schon richtig. Ist jetzt aus? Ja. Das kriegen wir denken. Yeah. Yeah. Darfst du einen Countdown machen? Countdown! Geh. Dickes Stück, Alter, du dickes Stück! Du bist auch immer noch im Weg, ey. Inside Disk. Disk! Desk! Nein! Niemals! Niemals! Sehr gut, ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Das sind die wertlosen Pläne. Fertig, denke ich jedenfalls. Ey! Ich habe nicht so. Ja, wir haben jetzt eine Stunde fast durch. Deswegen würde ich sagen, dann machen wir Feierabend, ne? Und die ersten zwei Portal-Stages mit wenig Aufwand, würde ich sagen. Eigentlich mit wenig Aufwand. Wir dachten eigentlich, wir sind etwas schlechter im logisch Denken, aber anscheinend... Was die klug! Anscheinend habe ich das Ding noch nach Hause geschaukelt. Ist klar. Ohne mich wäre das, glaube ich, hier völlig in die Hose gegangen. Also das geht gar nicht. Basti war wirklich oftmals völlig ohne Idee. Also... Ich weiß gar nicht, wie der Mann gerade auslaufen kann. Ist klar. Muss man sehen, was am nächsten Sonntag kommt. Ob wir dann nächsten zwei Stages noch was anderes. Ja, mehr oder weniger kann man ja davon so sprechen, dass ihr ja heute in... Wo seid ihr? Bis Full Force oder wie heißt das? Ja, eigentlich sind Flo und ich zumindest gerade heute auf dem Festival. Genau. Wenn ihr seht. Also sie sind live vom Festival zugeschaltet eigentlich. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie nun die Teststrecke Ihrer Wahl. Ich habe eine PlayStation auf dem Festival. Ich habe eine PlayStation mit auf dem Festival und lernen wir unseren eigenen Reaktor und dann klappt es schon. Ja, und während komische Bands kommen, die wir nicht wollen, spielen wir halt PS3 oder in den Bobbeln. Richtig. Ja. Deswegen sind wir gerade eigentlich live aus Rojora. Hat übrigens dennoch trotz komischen Namen in Deutschland liegt du nicht irgendwo in Oberschlesien. So. Und das Ende von The Last of Us macht dich gerade fertig hier. Ist egal. Dann kommen wir jetzt zum anderen Mal. Auf jeden Fall ist jetzt Feierabend. Und ja, wir sehen uns nächstes Wochenende oder so. Und hasst Basti. Die beste Sache, die man kann. Hasst. Ja. Ja. Ich hasst ihn einfach brutal. Ich hasse euch auch. Dann hat's verdient. Yay! Ja, adios.